Hallo, herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute in diesem Video werde ich euch noch ganz kurz erklären, wie ich diesen Möbius gearbeitet habe. Ich habe schon vor Wochen damit angefangen und habe euch da auch schon mal etwas erklärt, wie ich ihn arbeiten werde. Ja, und heute eben ist er jetzt fertig. Ich glaube, eines meiner längsten Strickprojekte, weil ich die letzten Wochen eben eigentlich wirklich hauptsächlich genäht habe. Eben, es ist ein Möbius hat diese Drehung in sich. Wie du einen Möbius-Anschlag machst, dazu gibt es ein eigenes Video, beziehungsweise schau dir auch die anderen Techniken und Varianten dazu an, von Kolleginnen, und entscheide dann einfach, welche Variante dir am leichtesten fällt. Ja, er ist im Anfänger tauglich, weil er wirklich eben sehr einfach vom Muster her ist. Und ja, grundsätzlich gibt es ja eigentlich schon von mir zu allen Anfängertechniken Videos, ob das jetzt rechte Masche, linke Masche und so weiter ist. Ich werde es euch aber jetzt eben trotzdem ganz kurz zeigen und auch ansagen, welche Musterfolge ich gemacht habe. Dann könnt ihr euch das Ganze mitschreiben. Also wie gesagt, einen Möbius-Anschlag machen, welcher ist vollkommen egal. Ich habe das Ganze gearbeitet mit einem Modalgarn. Ich mag Modalgarn extrem gern. Es ist einfach sehr weich und passt sich wirklich auch ganz gut an und schmiegt sich an. Also ja, ich mag es einfach sehr gern. Könnt natürlich jedes beliebige Garn verwenden. Ich habe das Ganze gearbeitet mit einer Nadel Nummer 4,5 und sie ist insgesamt von Spitze zu Spitze gemessen 78 cm. Mein Garn ist hier vierfädig. Ich habe es nicht ganz verarbeitet, weil ich einfach jetzt zum Abschnitt komme, wo dann eben schwarz dabei ist und mir hat eben das hier, dieses Bunte sehr gut gefallen und mir wäre jetzt einfach schwarz zu kontrastreich gewesen. Ihr könnt das natürlich noch beliebig hoch arbeiten, je nachdem, wie ihr das Ganze haben möchtet. Auch die angeschlagene Maschenanzahl ist davon abhängig, wie ihr euren Möbius tragen möchtet. Das habe ich euch in einem anderen Video schon ein paar Mal erklärt. Entweder ob ihr das wirklich so wie hier in dem Fall eng um den Hals tragen wollt oder ob ihr das mehr auch als Schulterwärmer nutzen wollt, den Möbius, dann braucht ihr etwas mehr Maschen oder vielleicht sogar doppelt um den Hals gewickelt, dann natürlich noch mehr Maschen. Hier in dem Fall mit meinem Möbius-Anschlag habe ich 121 Maschen angeschlagen. Das werden dann eben 120, wenn man sich den Möbius-Anschlag ansieht. Und insgesamt sind das dann eben 240 Maschen. Also mein Möbius ist mit 240 Maschen gearbeitet. Die Musterabfolge sieht so aus, dass du eben zuerst 5 Runden rechte Maschen arbeitest. Mach dir eben einen Notizzettel und dann eventuell eine Strichliste. Also rechte Maschen, ganz einfach. Du stichst einfach ein. Holst du den Faden durchziehen. Und das eben über 5 Runden, immer nur rechte Maschen. Nach diesen 5 Runden rechten Maschen habe ich 2 Runden mit linken Maschen. Der Arbeitsfaden ist vorne, du stichst von hinten ein und holst dir nach hinten den Faden durch. Linke Maschen, 2 Runden linke Maschen. Hier eine Randmasche, weil ich ja nicht in Runden arbeite. Also linke Maschen. Nach diesen 2 Runden mit linken Maschen kommen jetzt die ersten Löcher, also ein Lochmuster. Das ist eben dieses hier. Also hier die linken Maschen gearbeitet und nun arbeiten wir diese Lochrunde. Auch die ist nicht schwierig. Du machst dafür einen Umschlag. Von welcher Seite ist eigentlich egal.
einfach nur den Faden um die Nadel legen und eben weil wir jetzt in dem Abschnitt mit den linken Maschen sind, arbeiten wir nach dem Umschlag zwei Maschen links zusammen. Einfach in zwei Maschen einstechen und nach hinten durchziehen. Fertig. Also du hast jetzt hier den Umschlag und die zwei linken Maschen. Und das machst du jetzt die ganze Runde über. Also auch wieder einen Umschlag. Der Faden ist bei den linken Maschen vorne. Du stichst in zwei Maschen ein und holst dir den Arbeitsfaden nach hinten zurück. Und noch einmal, also ein Umschlag und nach hinten zurückholen den Faden. So entstehen eben diese kleinen Löchlein. Wenn du diese Runde fertig hast, folgen wieder zwei Runden mit linken Maschen, also auch diese Umschläge einfach links abstricken, einfach den Umschlag, also die Masche und ein Umschlag sind immer im Wechsel. Hier ist jetzt wieder ein Umschlag, auch ganz normal links abstricken. Gut, also wir haben begonnen mit 5 Runden nur rechte Maschen. Das kannst du hier sehen. Dann haben wir 2 Runden links, die Lochrunde und wieder 2 Runden linke Maschen. Nun folgen wieder 5 Runden nur rechte Maschen. Also alle Maschen rechts stricken. Dann kommen 5 Runden, wo wir nur linke Maschen arbeiten. Alle Maschen links stricken. Und nun kommt ein weiteres Lochmuster. Ist im Endeffekt ganz gleich wie das mit den Linksmaschen, nur dass wir mit rechten Maschen arbeiten. Also wieder einen Umschlag stricken und 2 rechts zusammenstricken. Ein Umschlag und 2 Maschen rechts zusammen. Ein Umschlag, 2 rechts zusammen und das die ganze Runde über wiederholen. Bevor dieses Lochmuster beginnt, arbeiten wir, so wie auch zuvor, 2 Runden nur rechte Maschen. Also zuvor haben wir 2 Runden links das Lochmuster und wieder 2 Runden links gearbeitet. Und jetzt arbeiten wir 2 Runden rechte Maschen zuerst, dann das Lochmuster und wieder 2 Runden rechte Maschen. Wenn du das dann beendet hast, folgt noch ein Absatz mit 5 Runden linke Maschen. Und dann beginnt sich das Ganze zu wiederholen. Also es beginnt wieder von vorne. Wir haben zu Beginn damit angefangen, nur rechte Maschen 5 Runden zu stricken, dann das Lochmuster mit den linken Maschen und so weiter und so fort. Also das wiederholt sich jetzt. Und wenn du deine Wunschhöhe erreicht hast, bei mir habe ich das jetzt 3-mal gearbeitet, dieses Muster, also diese ganzen Musterrunden 3-mal wiederholt und habe dann nach diesem letzten Linksabschnitt mit dem Abketten begonnen, eben weil ich nicht zu viel von dem Schwarz drinnen haben wollte. Ich würde dir ansonsten empfehlen, noch die ersten 5 Rechtsrunden zu stricken, weil dann einfach dieser Abkettrand noch besser zur Geltung kommt. Abgekettet habe ich wie folgt. Es gibt aber auch ein separates Video, wo ich dir verschiedene Abkant-Varianten zeige. Du kannst natürlich auf jede beliebige Art und Weise abketten. Eben, ich zeige dir nur, wie ich es in dem Fall gearbeitet habe. Und zwar habe ich aus der ersten Masche in der Runde eine Masche herausgestrickt und wieder auf die linke, also einfach nur einstechen in die erste Masche, eine
Masche herausstricken und wieder auf die linke Masche zurücklegen. Nun hast du eben eine Masche mehr. Jetzt beginne ich damit, dass ich die eben rechts abstricke und nun die nächsten beiden Maschen rechts zusammenstricke. Und zwar steche ich eigentlich von hinten ein und somit sind es eigentlich verschränkte Maschen. Du kannst es aber auch mit ganz normalen Rechtsmaschen arbeiten. Es wird etwas fester und kompakter, wenn du es mit verschränkten Maschen arbeitest. Jetzt habe ich hier zwei Maschen auf meiner rechten Nadel. Die hebe ich jetzt wieder auf die linke Nadel drauf und beginne wieder von vorne. Also ich stricke die erste Masche rechts ab und stricke nun die nächsten beiden Maschen rechts zusammen. Eben verschränkt rechts zusammen. Dann hebe ich wieder beide Maschen auf die linke Nadel, stricke die erste Masche rechts verschränkt und nun die nächsten beiden Maschen rechts verschränkt zusammen. Nun wieder auf die linke Nadel heben und das Ganze eben so lange fortfahren, bis du keine Maschen mehr übrig hast. Dann natürlich alle Fäden vernähen und daran erfreuen. Also so sieht dieser Abkettrand aus. Und wie gesagt, ich hätte es eigentlich schöner gefunden, wenn ich noch 5 Runden von dem Rechtsmuster gehabt hätte, weil der sich einfach sehr schön hier so rumlegt sozusagen. Du könntest das Ganze auch wirklich mit einem I-Cord abketten. Funktioniert ähnlich, nur dass du mehrere Maschen vorstrickst, also 2 bis 3. Nicht nur eben so die eine, sondern eben dazwischen 2, 3 Maschen hast. Sieht auch gut aus, kann aber auch, je nachdem welches Garn du verwendest, zu ja, wuchtig sozusagen sein. Also hier ist es einfach feiner. Aber das ist natürlich Geschmackssache und wie gesagt, du kannst das auch ganz normal abketten, wie du es sonst machst. Je nachdem, was dir eben besser gefällt oder dir leichter fällt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und war verständlich. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos meinen Kanal und empfiehlt mich euren Freunden weiter. Wer möchte, kann gerne seine fertigen Werke in unserer Facebook-Gruppe zeigen. Die heißt Nele C., Wollige und andere Kreativlinge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Tschüss, eure Nele.